Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Let's Play bei uns im Multiplayer. Ich bin nicht alleine, der Kasi ist dabei. Wie immer. Ja, wie immer. Ich bin noch in den Endzügen vom Sehen, da hatte ich letztes Mal aufgehört im Let's Play. Kasi, was treibst du? Den Drescher geliehen und fahre auf dem Feld und bin gleich am Dreschen. Ah, ich habe glaube ich noch so drei Bahnen, vielleicht vier. Dann bin ich hier fertig. Ich kann dir Anhänger hinfahren. Das ist richtig top. Ja, was kostet der Drescher jetzt so zur Miete? 17.000 ungefähr. Pro Arbeitsstunde aber nicht, oder? Nein, nein. Pro Arbeitstag. Glaube. Aber das ist. Ich muss nur mal gucken, was das genau kostet. Aber ich glaube, 10.000 wäre für einen Tag richtig happig. Schon ordentlich, ne? Ja. Was mit dem Stroh? Ja, Ballen haben wir nicht, ne? Sonst, ich meine, gut, bräuchten wir eigentlich im Moment auch noch nicht. Eben. Und für Schweine kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, brauchst du nicht allzu viel. Ja. Wie ist der Ertrag? Weiß ich noch nicht, ich bin hinter dir. Ah ja. Fange jetzt Da an. unten ist er. Ja, geht, würde ich sagen. Ist ja ein kleines Schneidwerk. Bunkern wir ein oder direkt verkaufen? Verkaufen, würde ich sagen, Ja. ne? Ich habe jetzt Weizen. Eine Bahn bringt ungefähr 840. Oder ein bisschen mehr. Da im Rückspiegel ist er.
Das Stroh können wir doch auch verkaufen, oder nicht? Ja, gibt's halt nicht allzu viel fürs am Hof. Ja, ist aber besser als nichts, ne? Naja. Na gut, da muss ich auf jeden Fall einmal noch fahren. Ich glaube, eine Ladung von dir macht den Hänger voll, ne? Nein. Ein Hänger, eine Ladung ist ungefähr 6000. Ach Und so. 8, glaube ich, Ja. passen rein. Willst du schon, ne? Ja, ich weiß ja jetzt, wofür die grüne Zahl da unten ist, ne? Ja. Da dachte ich so, ja, dann kann er schön weiterfahren. Ja, das ist Drive Control immer noch, ne? Ja. War ich ein bisschen schnell? Haben sich doch Leute darüber aufgeregt, dass er ja am Ende, wenn er jetzt so wartet, so eine hohe Schwatt ablegen würde. Aber ich meine, ist nun mal so, dass die da höher ist, ne? Ja, es ist ja wegen dem Warten, ist doch normal. Ja. Da mehr Stroh. Am Anfang und am Ende. Von mir aus kannst du auch das Stroh schon sammeln. Brauchst du nicht warten. Wenn du möchtest.
Dann fangen wir mal an, hier das Stroh aufzunehmen. Ah, jetzt muss ich aufpassen, mit dem darf man nicht zu schnell, ne? Naja, ansonsten verstopft der. Verstopft. Schöne Hupe. Das ist ja das, was ich echt bemängel. Da hätten sie mal was Kräftigeres einbauen können. Ja. Ja, bin mal gespannt, was wir gleich dann hier für kriegen. Ja, auf jeden Fall. Dann wollen wir mal gucken. Ich fahre mal zum Abladeplatz. Ja. Habe ich nämlich auch noch nie gemacht, also insofern mal schauen. Premiere.
1200, kann man sagen. Besser als nichts, würde ich sagen. Da können wir wieder ein bisschen Sprit und so. Ist wieder bezahlt. Ja, ich muss auch irgendwann mal tanken. Der Hänger ist voll und ich bin bei, da siehst du ja, 71, 72% wieder. Dann sehen wir mal zu, dass der Casino einen leeren Hänger kriegt. Ja, soll ich das jetzt wirklich verkaufen, weil dann musst du warten, bis du wieder abladen kannst. Lass das in 1 verkaufen, ich bring das zum Hof. Okay. Kannst ja eine Finger gleich beim Rapsfeld hinstellen. Weit brauchst du nicht, ich bin ich kann hier gleich anhalten.
Ja, ich würde sagen, du bist ja eh schon auf dem nächsten Feld, ne? Ja. Ich mache hier mal noch zu Ende, dann komme ich natürlich rüber, bring dir einen Anhänger. Und für unsere Zuschauer, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, oder ich hoffe das. Lasst gleich mal einen Daumen da für uns. Und dann see you later im nächsten Let's Play hier. Tschüss. Ciao, ciao.